Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Crusader Kings, dem Fantasy Modpack, mit einem guten Blub zusammen. Hi. Ich habe noch keinen Plan, was ich heute mache. Königreich verschiebt sich nach hinten. Ich brauche erstmal Gold und versuche mein Königreich auszubauen, glaube ich. Um dann zu revoltieren. Ich Ich habe erstmal meinen müsste Kerker offscreen gemacht, dass der leer diesen ist. Dude hier kennen oder seine Frau. Ich müsste Seaspear halt wegmachen, ne? Und der ist mit dir verbündet. Und der ist mit Northumbria verbündet. Zusammen crashen wir dann eigentlich weg, ne? Muss ich wieder. Ich werde es mal starten. Das fand mein König nicht gut. Was fand dein König nicht gut? Ja, da musst du jetzt durch, mein Lieber. Ich könnte machen, dass er sich selber auspeitscht. Das findet er geil. Krass, Pantheon. Oh, wie cool. Guck mal bitte, klick mal ganz kurz, Ich kann bitte. gerade nicht. Ich habe einen Zusammenbruch. Oh, das ist nicht gut. Wenn du den gelöst hast, klick mal bitte. Ich werde. Na, das kann ich halt nicht. Scheiße, jetzt habe ich halt ein Problem. Ja, scheiße. Das Problem ist, wenn ich das jetzt mache, ich brauche ja das Gold, um die anzuwerben. Ich will halt nicht wounded werden. Ich schmeiß Gold aus dem Fenster, damit es runtergeht. So, 49 Ich glaube, ich mache Prozent. übrigens noch mal ein neues Thumbnail, ne? Ich will noch mal was umbasteln. So geil gefällt es mir doch nicht. Ich will, das muss richtig so bam, das Thumbnail. Setze ich mich dann morgen mal ran oder so. Oh. Für Tia 13 Gold Taranus, machst du mit. hi. Ja, das ist ein Mod. Es gibt Elben, es gibt Gnome, es gibt Zwerge, es gibt Orks, es gibt Ogre, es gibt Nachtelfen, es gibt Dunkelelfen, es gibt alles. Alles. Gnome, Halblinge, Tieflinge, Dunkelzwerge, es gibt alles. Es gibt einfach alles. Ich nehme das, ja, ich gehe zum Fest. Ich habe eine Modpack gebastelt und habe quasi mir ein eigenes kleines Modpack zusammengebastelt und das spielen wir hier gerade. Man kann auch selber zu Göttern werden und alles. Es ist ein Riesenpack. Gibt es Drachen? Würde mich nicht wundern. Ich weiß es nicht. Aber es gibt noch sehr viel Zeug, was ich auch noch nicht weiß, was ich auch noch nicht getestet habe. Es gibt irgendwelche großen Kreaturen, ich weiß aber nicht, wie die zusammenhängen. Keine Ahnung. Aber Drachen kommen wahrscheinlich noch, ja. Gehe ich mal von aus. Als Armeen oder so, würde ich mal vermuten. Oh Gott, bitte nicht. Ich hab Angst. Jedes Volk hat seine speziellen Armeen. Ich als Hochelfe habe zum Beispiel spezielle Bogenschützen. Also ich vermute mal, dass es irgendwann Völker gibt, die Drachen haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Und scheiße OP werden. Wo Scheiße soll OP ich? werden. Soll ich halt irgendwas gucken oder? Ach ja, klick mal auf deine Religion. Und dann auf Author Fates, also andere Religion. Guck mal, was da alles gibt. Da gibt es auch Ra's Pantheon, also die ganzen alten Religionen, diese uralten. Wo niemand Meine mehr Religion angehört. und wo soll ich dann hin? Oben Author Fates, oh, über deine heiligen Stätten. Ja. Das ist cool. Da gibt es so viele alte Religionen. Feier ich ein bisschen. So, die zwei brauche ich noch so in meine heiligen Stätten eigentlich, ne? So wie die Kriegselefanten. Ja. Am stärksten sind an sich die Ogre, weil guck mal hier, also die haben halt übelste Power. Wenn die eine Armee anführen, Oder hier. Orks. Oder Orks. Orks und Ogre sind übelst heftig. Wenn die eine Armee anführen, sind nur Kannibalen und alles. Das ist halt. Also, es ist so, die Ogre haben eine Stärke, wenn die 2000 haben, 2000 Soldaten, brauchst du mindestens 6000, um dagegen anzukommen. Wir haben in der Partie ein ziemliches Problem, denn The Wolf denn, ein ziemlich großer Weiß-Ork-Clan, hat sich mit Blood Rhine verbündet, einen Ork-Clan. Der hat 4000 und der hat 5000. Das heißt, wir bräuchten, um die zwei, wenn die zusammen einen Krieg machen, aufzuhalten, locker 30.000. Ich habe 3.900. Also, wir haben gerade Angst hier quasi, nee, wenn die aufmucken, haben wir ein Problem. Da hat ganz Europa ein Problem. Das wird lustig. Das Modpack erweitere ich auch noch. Es wird hier noch bis nach Japan gehen, demnächst. Hoffe ich dann in der nächsten Staffel wahrscheinlich.
Also ich habe in dem Modpack noch ein paar Pläne. Alles komplett auf Fantasy getrimmt und ja. Als Beispiel, hier zum Beispiel das schwarze Buch lesen. Man kann zur Hexe oder zum Warlock werden noch. Oh, warte mal. Du willst die auslösen. Von mir aus. Man kann, es gibt Sklavengilde, es gibt eine Schattengilde. Es gibt alles mögliche. Also es ist richtig schlimm, das Modpack. Ist aber sehr geil geworden bis jetzt. So. Ich hoffe, ich kriege das noch besser. Ich versuche jetzt irgendwie, ich muss irgendwie gegen meinen König rebellieren. Ich will eigenständiges. Also ich bin bei 95%, um das Bündnis von meinen Mitvasallen zu zerschlagen. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, ich musste gegen den Witch King vorgehen halt, ne? Reinvestieren wir. Ich brauche gerade keinen Stress. Wenn ich was nicht brauchte, ist es Stress. Das ist jetzt ein Witz. Was sind denn das für Prozente? 95% und es und es kommt. Das ist doch nicht wahr. Der ist schon mein bester Freund, ey. Hör mal auf jetzt, ich muss wegen dich noch Unabhängigkeitskrieg führen. Der hat 1000, das geht. Das ist jetzt schon, das dritte Mal in sehr vielen Partien hintereinander, dass 95% aufgeflogen ist. Das ist doch nicht nur normal hier. Also. Aber es läuft noch. Es ist aufgeflogen, aber es läuft noch. 95%. Echt? 95% läuft das noch, obwohl es aufgeflogen ist? Es ist allein schon Quatsch, dass das so oft auffliegt. Dann sind das nicht 95%, wenn das immer auffliegt. Wie geil! Ich kann meine Königin zu einem Komplott einladen, um ein Bündnis, das ihr Mann, also der König, hat, zu zerstören. Die hilft mir. Ich mag die jetzt schon. Ich mag die Königin. Das ist eine gute Elfenkönigin. Ich finde die gut. Ich mag die. Warte mal, wen versuche ich gerade? Ja, okay. Ich könnte ihm vergiftete Goldmünzen schenken, dann fühlt er sich nicht gut für 7 Jahre. Ey, er soll sterben! Wen willst du vergiften? Ich will niemanden vergiften, der soll sterben. Der soll sich nicht für 7 Jahre krank fühlen. Der soll jetzt weg. Wer denn? Ist der ein Halbgott oder so? Oder ist er irgendwas Besonderes? Ach Quatsch, er ist doch kein Halbgott. Welcher Dude denn? Nee, das ist ein ganz normaler Dude. Welcher Dude? Ich will auch mal gucken. Welcher Dude? Katir of Greenheart. Von welchem Bündnis? Ach, hier, der hier. Der hat ja nichts Besonderes, also wieso fühlt er sich nur für 7 Jahre? Ich bin mal daran gestorben, möchte ich anmerken, diesen scheiß Giftmünzen, ne? Ja, das ist halt so ein Zwischenevent. Das mache ich, glaube ich, nicht. So, jetzt kann ich erst noch... Der muss ganz weg. Wenn er krank wird, bringt mir das nichts. Was ist denn jetzt schon wieder? Wieso? Wo? 95%? Wieso erfährt das hier jeder? Ja, weil es aufgeflogen ist. Darüber fährt das jeder. Wenn es auffliegt, dann ist es ja nicht mehr geheim. Ja, aber es können nicht die 3 Komplotte 95% immer auffliegen. Das ist nicht 95%. Also ich habe bei mir fliegt es sehr selten auf. Wenn es 95% ist, eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Ja, 95%, es fliegt nicht auf, heißt bei mir 100%, es fliegt auf irgendwie. Aber das ist seltsam bei dir. Noch. Wo gehe ich denn jagen? Da oben gehe ich jagen. Mal gucken, was passiert. Ich bin gespannt. Ach so, das war, glaube ich, gerade was anderes, was ich parallel noch gemacht habe. Aber der muss halt trotzdem weg. Ich muss mir das mal aufschreiben. Ich will mir mal irgendwie ein Elbenkostüm direkt machen. So ein richtig schönes Kleid oder so. Hätte ich voll Bock drauf. Willst du mich jetzt komplett verarschen? Oh. Okay. Hm? Dann ich pumpe hier jetzt Geld rein. Ihr bringt diesen Spacken jetzt um. Ist alles okay bei dir? Du klingst ja, 95%. Jetzt werden die Agenten gefangen genommen. So, jetzt bin ich wieder. Aber 95% ein zweites Mal. Wenn der das überlebt, ich warne die. So.
Nice. Nein, wir warten. Geduld, Freunde, Geduld, wir warten. Wieso steht die Heirat hier eigentlich zweimal als Bündnis? Das hat schon wieder rausgenommen. Was soll das erforschen, Herrgott? Da steht für beide Seiten als Bündnis, dass beide Seiten dieses Bündnis dann besitzen. Warum steht das immer doppelt da? Also nicht wundern, das ist normal. Komm schon. Okay. So. ...95% Chance, dass er stirbt, 5% Chance, dass ich am Sack bin. Ich drück dir die Daumen. Ich drück dir richtig die Daumen. Ich habe nur Angst, dass er mit dir auffliegt, ne? Also rauskommt, dass du es warst. Das wäre nicht gut. Oh nein, er ist tot. So eine Tragik. Schickt einen Blumenstrauß. Du schmunzelst, kann das sein? Ich habe da so ein leichtes Schmunzeln. Keine Bündnis mehr. Männer! Marschiert! Ich höre so ein leichtes Schmunzeln in deiner Stimme. Angriff! Wie kann dies nur sein? So, Matt, bevor der jetzt irgendein neues Bündnis macht. Mein König wird dir nicht helfen. So, Junge, jetzt bist du fertig, ey. Ich mach dich weg, du mieses kleines Stück. Wieso? Warte mal. Ach so, das ist jetzt aber nur, weil er mit meinem König verbündet ist. Aber mein König hilft, wird ihm ja nicht helfen. Okay, easy. Zack. Wow, jetzt blittet sich meine Armee. Oh Gott, ey. Was? Oh nein, bitte nicht. Oh. Wie oft es mich jetzt hier gibt, so richtig. Er hat sich sofort ein neues Bündnis geholt. Instant. Ja, du hast nicht seinen Sohn umgebracht. Du hast den Arn umgebracht, oder? Nein, er hat sich einfach instant ein neues Bündnis geholt. Sofort. Das Bündnis war weg. Ich habe den richtigen umgebracht. Er hat sich ja sofort ein neues geholt. Ja, aber wenn der Sohn tot ist, ja, der ist tot. Sich dann neues holen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, er hat sich sofort ein neues Bündnis geholt. Oh, shit, ey. Ja, er hat seine Tochter verheiratet, seine Jüngste, die er jetzt hat. Er hat sich mit Seaspear verbündet. Oh, das ist kritisch. Da musst du deine Tochter noch wegmachen. High Hills hat er sich verbündet. Echt? Oh, das ist doch gerade als wie Seaspears. Ja, gut. Ja, die Tochter oder so, und dann hat sich das auch geklärt. Ja, die sind ja trotzdem noch mit dem Krieg. Jetzt hat er sich nur auf Ambia noch als Bündnispartner geholt. Nee. Doch, Northumbria. Die Tieflinge, Alter, das ist ein Riese. Inner Demon. Oh, die hat einen Perk, Inner Demon. What the fuck? Was ist mit dem verkehrt? Der hat 54 auf. Wie kann man diese Armeen zusammentun? Das ist jetzt ja hier so ein dämliches neues Feature. Du musst dir auf einen Punkt ziehen und dann hast du da oben einen Knopf zum Zusammenfügen. Tiefling-Abstammung. Merch Army, okay. Oh nein, ey. Verdammt, ey. Das ist jetzt richtig mies, ey. Noch einer joint dem. Drei Agenten sind gejoint. Filore. Okay. Aber wenn ich die wegmache, tritt er dann aus dem Krieg aus? Scheiße, ich bin gerade dabei, die falsche umzubringen. Ups. Weil, ja, ich bin gerade dabei, die falsche umzubringen. Hä?
Wenn ich die umbringe, tritt der dann aus dem Krieg aus oder ist denn er immer noch mit dabei? Er ist immer noch mit dabei. Ja, dann bringst du ja erst die umzubringen. Du musst die umbringen, bevor du den Krieg anfängst. Ja, der Krieg läuft doch schon jetzt seit. Das ist schlecht. Ich dachte, du willst, weil ich Krieg führe. Nee, ich führe schon den ganzen Krieg und der hat sich ja jetzt im Nachhinein, nach dem Kriegsbeginn, ihn noch geholt. Ach so, das ist dann schlecht. Boah. Boah, Alter, dieser Mitversal macht mich noch. Ich kriege hier noch Haarausfall von dem Dude, ey. Du klingst gestresst. Das werde ich nicht halten. Da muss ich kapitulieren dann. Ich kann es versuchen. Siehst du, wenn du hungrig bist, isst man Snickers. Shit, ey. Ja, der hat über 4000, das schaffe ich nicht. Wieso kann er eigentlich Verbündete holen, aber ich nicht? Warte, Moment mal, wieso kann er das eigentlich? Lum, Moment, ich kann auch ver... Tani, wie wäre es, das Bündnis zu ehren? Ja, klar. Wo, warte mal, um was geht's? Wer ist der Gegner? Da kann immer ich noch der Mitwasser und der Zwerg. Nur der Mitwasser. Und der Zwerg. Welcher Zwerg? Ach, der High Hills da oben. Wie stark sind die? Wo ist deine Armee gerade? Oder ich könnte, warte mal. Wer von euch ist denn stärker? Oh, ich könnte die ja halt direkt holen. Hm? Ich glaube, ich hole den anderen Zwerg. Seaspear. Die sind halt näher dran, ne? Ja, das hilft mir jetzt nicht. Also der muss hier runterkommen halt. Ich hol erstmal den. Ja, aber die KI. Das Problem ist, die KI ist hier halt so dumm. Der wird mir halt nicht helfen. Hab ich da mal einen Screenshot gemacht? Ich hoffe. Hast du gerade was zu tun, oder? Ich könnte helfen. Wie viel hast du denn? 4, 5. Da bist du ja noch stärker wie der. What the fuck? Wieso bist du so OP? Eigentlich hätte ich 5, aber irgendwie wird mir nur 4. Nee, ich glaube, ich habe 5 sogar. 5 Ehens. Muss mir nur sagen, wo ich hin soll. Also, wo, also erstmal direkt auf deiner Hauptstadt von deinem Vasallenkollege und dann. Ungefähr. Da werde ich gleich wegrennen wie ein feiges Stück. Ich packe erstmal meine Armeen zusammen und dann Bastard. Oh, warte mal. Achso, du rufst mich. das bist du, ne? Ja. Ja. Nein, ich möchte nicht in dieser Armee kämpfen. Alter. Danke. Der kommt hier. Ich muss die Belaube abbrechen. Wie schnell ist der? What the fuck? Der ist schon hier. Warte mal. Hä, wieso sind die so scheiße stark? Sind wir das verschwiegen? Wieso? Oh, die haben eine hohe Kampfstärke, glaube ich. Ja, wenn du mir zuhörst, mein Mitwasal hat immer noch eine scheiß hohe Kampfstärke. Nee, ich meine den Soldaten. Ich meine nicht die Menge an Truppen, die haben, sondern die Anführer. Ja, das meine ich ja. Das sage ich ja schon seit der ersten Folge. Mein Mitwasal ist irgendwie... Ich meine, guck dir den mal an. Der hat 43. Ich gehe links von der Hauptstadt dahin einfach. So, also, auf dieses kleine Fleckchen da. Kannst du auf Uriel draufziehen direkt? Ja, dauert kurz, ne? Da muss ich jetzt halt weglaufen. Es dauert ein bisschen. Da muss ich jetzt weglaufen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis ich da bin. Dann ziehe ich erstmal in die Küstenregion. Ich sehe dich doch. Das bist du doch, oder? Du bist doch quasi gleich schon da. Ich bin rechts, oder? Dann muss ich jetzt weglaufen. Ich krieg, nee, nicht oder, ich krieg einen Malus, wenn ich vom Wasser direkt in den Kampf ziehe. So. Die sind jetzt nicht schneller wie ich, oder? Ansonsten komme ich direkt bei dir ran. Da. Also. Ja, ich glaube, die holen mich instant ein. What the fuck? Weil die schon in Bewegung sind, die sind schon in Bewegung. Du hast gerade erst losgeklickt. Ich habe sofort losgeklickt, als die in meine Richtung gelaufen sind. Naja, ich versuche, ja, dann gucke ich mal gleich, wie ich es mache. Ja, dann gucke ich jetzt gleich.
Ich brauche halt noch, ich gehe erstmal aufs Wasser jetzt, das dauert, ne? What the fuck, wie schnell sind die? Ja, die metzen mich nieder, keine Chance, bin tot. Warte, ich bin gleich auf See. Ja, das ja. Ist viel zu langsam. Nee, warte, das dauert immer, wenn man auf See geht, so lange. Ey, ich bin schon tot. 1800. Scheiße. Ja, und ich bin schwer verwundet. Jetzt bin ich auf See erst. Moment, was ist das jetzt hier? Achso. Alter. Wieso haben die jetzt... Wieso sind zwei aus meinem Rad gestorben? Die waren vielleicht wieder drin in der Armee. Das kann sein. So. Hast du noch andere, die du dazu holen kannst? Ich habe kein Prestige mehr, ich bin bei Null. Du kannst ins Minus gehen damit. Ich muss erstmal, dann machst du das jetzt. Du kannst ins Minus gehen mit Prestige, das ist nicht schlimm. Habe ich auch schon oft gemacht. Wenn es hart auf hart kommt, musst du das machen. Ja, weil es bringt sonst nichts. Ja, aber du bist ja jetzt erstmal, du rennst ja erstmal bestimmt jetzt bis sonst wohin. Dann, wo rennst du hin? Rennst du in deine Hauptstadt? Dann komme ich nämlich erstmal zu deiner Hauptstadt. Nee. Wo rennst du hin mit deiner Armee? Ja, wo rennt die jetzt hin? Aber du schaffst sie doch locker. Nein, ich bin ausgeglichen, weil ich noch vom Wasser komme. Ich muss erstmal auf Land irgendwo. Du musst euch gegen die Armeen auf dem Wasser kämpfen. Ja, aber die haben Bergverteidigung, wenn die da oben stehen bleiben. Ja, das ist ja egal, wenn die da stehen bleiben, dann verlieren sie. Der hat ja nur zwei Provinzen, das war's. Okay, mal gucken. Also ich kann, ja, dann hole ich noch den Zwerg oder so. Ja, mach mal. Ja gut, wenn wir noch jemanden hätten. Safety first, dass du nicht verlierst. Ich glaube, die zwei anderen sind irgendwie von dir oder so. Aber das muss jetzt auch langsam mal reichen, ey. Die haben einen Gott verwundet. Okay, die Zwerge kommen. Warte. Ja, ich bin tot. Die sind übelst gut. Was, wieso habe ich so... Defense Buildings, Better Army, Commander, what the fuck sind die gut? Die machen mich weg, wenn die mich kriegen. Ja, die kommen gerade den Berg hochgelaufen, die wollen zu mir, glaube ich. Wie lange brauche ich, bis ich wieder auf See bin? Wo sehe ich denn das? Wie lange das braucht? 30 Tage, oder wie? Die sind schneller da als ich auf dem... oder? Das ist jetzt unlucky. Ich hätte zu deiner Armee erstmal runtergehen sollen. Ich hätte auf mein eigenes Gefühl hören sollen. Ja, nee, warte mal. Hä? Ja. Sind die so schnell, ey. Achtung, jetzt kommen die ersten. Scheiße. Du hast doch über 1000 Mal mehr. Au. Oh, ich bin sowas von weg. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Ich bin weg. Sorry. Ich kann dir leider gerade nicht wirklich helfen. Die Zwerge müssen mit da sein. Dann können wir was machen. Kommt zurück, Männer. In dieser Schlacht gibt es keinen Ruhm. Was haben die da oben für Commander, die Zwerge? Zeig mal her. Ich will es gerne mal sehen. Wen haben die als Commander? Halt, hab's gesehen. Mann, dass man so lange warten muss. Boah, dieser nervige Dude, ey. Der hier. Ja, die haben Zwerge, das ist halt richtig gut, ne? Die haben halt, das ist halt Bündnis, das ist halt echt gut, ne? Aber ich glaube, die Zwerge können es halt erreichen, weil die haben zusammen 4000 und dadurch, dass sie so krasse Commander haben. Das ist halt schon nice. Jetzt belagern die Spacken das da oben, ey. Mhm. Aber die Zwerge sind da. Ja, ich komme jetzt auch wieder. Hä, aber die Zwerge gehen aufs Wasser. Die gehen wieder zurück. Oh,
ihr dumme... Alter. Wollen die jetzt zu mir oder was? Oder wo wollen die hin? Ich erhole mich gerade erstmal. Armee stockt wieder auf. Ja, aber wenn die mir jetzt nicht hinterherlaufen, dann bin ich machen ja wieder weg. Machen die schon. Nein, das machen die nie hier, komischerweise. Jetzt sind sie bei dir. Ja, jetzt kommen sie mit. Ja, und jetzt sterbe ich, weil sie mir nicht hinterherlaufen oder was? Die laufen doch gerade mit. Ja, das dachte ich bei den letzten Kriegen auch. Ich bin das immer Problem gestorben. Ist, ich bin jetzt zu weit weg, ne? Siehst du, ich wusste es. Sie was machen denn das nämlich nicht. Sie laufen nicht hinterher. Sie das laufen so zur Hauptstadt. Kacke, sie wollen die Hauptstadt nehmen. Wenn ich muss die einnehmen, sonst ist der Krieg gleich verloren. Die müssen mir hier helfen. Ja, die Hauptstadt, da brauchst du die jetzt ja nicht. Die Nebenstadt kannst du doch jetzt einnehmen. Nein. Dann bin ich wieder tot. Nee, die sind doch gar nicht unterwegs. Die nehmen doch die eigene Stadt dort oben ein. Jetzt. What the fuck? Was ist das für eine scheiß KI, ey? Jetzt laufen die schon wieder weg. Die nehmen das ein. Ja, ich erhöhe mich gerade ein bisschen. Alter, diese KI, ey, können die nicht einfach mal mir hinterherlaufen? Das ist ja nicht der Wahnsinn, ey. Wie lange braucht ihr? 4 Monate, Herr Gott sei Dank, ey. Oh Gott, die brauchen auch 4 Monate, das wird richtig eng. So, 2 Monate. Ich bin wieder unterwegs. Ich komme wieder mit meiner 4700 dazu. Ey, es ist mir scheißegal, ob die Orks diesen Planeten überrennen. Ich will diesen Vasall wegmachen. Wir nehmen jetzt die Städte ein, du bewegst dich nicht weg und dann gehen wir auf die Armeen. Wenn die Städte ich hoffe, die gehen mit. Das ist gewonnen. Hat Dark nicht mal irgendwas gesagt, dass man sich auch heilen konnte als Gott? Ja, da musst du aber den Skilltree machen dafür. Dann werde ich das mal in Angriff nehmen. Ich bin schwer verwundet. Ja, das hielt sich beim Gott eigentlich mit der Zeit dann wieder. So, bin auch wieder da. Moin. Hallo. Bam. Wir müssen aber zusammen dann weiterziehen halt, ne? Die Frage ist, kommen die jetzt auf 100%? Oh, 76! Komm, nein, komm! Die Scheiße ein! Der andere ist auch gleich fertig! 7 Tage! Jetzt! Hoch auf den Berg! Auf den Berg! Ja, nein, wo rennen die denn hin? Nicht wegrennen, ihr habt die Männer! Das ist jetzt vorbei, oder? Komm, nimm ein! Ein Tag, jetzt! Ja, schnell! So. Alter! Wuhu! Läuft doch! Ich habe das Bündnis geehrt, möchte ich anmerken. Ja. Ja. Würde ich immer tun. Bündnisse ist wichtig. Boah, der verliert halt nichts an seiner. Das ist so ein starker Dude, ey. Ja. Der König juckt das halt auch null, ey. So. Was kann ich machen? Ach so, ich kann ihm für, wenn ich 250 Gold habe, kann ich ihm seinen Titel abnehmen. Ich verstehe. Dann wird er degradiert, dann ist er bloß noch ein Graf. Und ja, dann verliert natürlich auch Macht und Einfluss. Möchte ich anmerken, zu Recht. Da verliert auch Macht und Einfluss, ne? Boah, muss ich jetzt ernsthaft diesen Spacken hier, der Kampfstärke 0 hat, einstellen, ey. Das ist aber nix, Kampfstärke 0 ist nichts. Das ist halt weniger als 1. Ja, aber Hauptsache, er muss ja nicht mitkämpfen. Hauptsache, er ist halt anwesend. Gnomenwald ist gewachsen. Und ich bin verletzt.
Ich sehe aus wie, keine Ahnung, ein Ork oder so. Warte mal. Geschafft. Nächstes Block freigeschaltet. Ich speichere mal nebenbei, ne? So. Das ist aber sowas, dieses Fantasy Pack. Das könnte ich die ganze Nacht durchspielen. Es ist schön, es ist Fantasy, es ist geil. Ich glaube, bevor ich ihm sein letztes Stück abnehme, werde ich ihm seinen Titel abkaufen, sodass mein König ja vielleicht einfach ihn mir als Vasall gleich gibt oder so. Naja. Ja, kannst du machen, ne? Das ist eine gute Idee. Oh, das ist schon nice. Er ist halt auch gut, ne? Ich darauf gehe ich auf die Jagd. Da gehst du erstmal auf die Jagd, ne? Ja, ich muss wieder ins Prestige Plus kommen. Ich bin jetzt krass im Minus. Naja, klar. Oh, geht ja nicht anders manchmal, ne? Manchmal geht's halt nicht anders. Das Bündnis der Orks ist nicht mehr. Oh, das ist natürlich gut. Das war aber. Eieieiei. Das hat gerade niemand gesehen. Hast du etwa auf Völker geklickt, die nichts anhaben? Ich wusste nicht, dass ein Ork und ein. Also, das weibliche das Orks, also das. Okay, ich versuche zu trainieren, oder? Und hat es geklappt oder bin ich verletzt? Oh, es hat geklappt. Ich habe trainiert. Nice. $250 brauche ich. Das kriege ich ja hoffentlich zusammen. Ja. Aufpassen, wo er hinklickt, ey. Ja. Nee, meine Frau. Na, Tani, wie wär's? Was? Also, ich könnte. Was könntest du? Lol, ja, nein, nicht mit so einem ist. Ja, weil ich halt noch. Also, du wärst bei mir in der Konkubine quasi. Also, du wärst nur für den Spaß da. Wir wären nicht verheiratet. Die Auswahl ist aber echt. Oh, hier mit so einer richtig geilen Dämonenbraut, ey. Wer hat das denn? Demon-like. Was aber schon, ne? Das, Ich hätte gern, dass meine Waffe jetzt mal abgegradet wird. Schick immer wieder mal. Nein, die sollte ich vielleicht nicht zu meiner Frau machen, sonst macht YouTube Stress. Was haben wir hier denn? Eine Zwergin. Ja, ich sag mal so, also jetzt, wo ich ihn genommen bin. Ich meine, jetzt passt es ja quasi eh schon. Also. Ich habe die ganze Zeit die Jazzmusik laufen auf Replay.
Stille Nacht, Heilige Nacht, das ist so geil, ne? Aber die ganze Freeplay so ganz sachte und so. So angenehm. Was ist denn? Das ist ja auch. What the fuck, wie ist das denn? Wo guckst du denn immer hin? Ich brauche eine neue Frau. Was kann ich dafür, wenn die alle nackt sind? Also wenn du zu. Wenn du. Ne, wir sind ja nicht mal verheiratet, aber das geht in mein Haus, ne? Also wenn dann. Das ist dann vielleicht nicht so gut. Uiuiuiui. Okay. Ja, König, ich glaube, das werden sie verlieren. Oh, wobei. Oh Gott, ist das ein Gigakrieg. Die Zwerge und was ich tun sich alle zusammen, um meinem König das riesige Doppelstück da in Schottland abzunehmen. Oha. Und anderen kämpft er gegen nackte Dämonen. Gegen nackte Dämonen, ja. Alles klar, da weißt du Bescheid. Soll ich mir echt die hier nehmen? Ich meine, das ist halt nackter. Das. Nee, der Typ geht fremd. Kein Interesse. Gnomling. Oh Gott, nein. Elderblatt. Ach so, das sind meine Kinder. Scheiße. Das geht nicht. Ach komm. Ich nehme die jetzt. Eieieiei, das ist aber. Hallo Frau, bitte ziehen Sie sich etwas an. Na, nicht so nah! Ja, gut, man kann es kaum erkennen. Wer so weitergeht, muss ich mich hier in Nudistenwald umbenennen. Der Typ braucht halt auch immer noch. Ey, Mann, was soll ich denn machen? Ey, ja, hier, dann nimm doch die, ey. Ich weiß doch auch nicht. Du nimmst jetzt die. Fertig. Kriegst die, lebt damit. Okay. Ich würde interessieren, wie alt die Elben also hier werden können im Endeffekt. Mich echt interessieren, ne? Ja. Oh, warte. Wolfie ist erwachsen geworden. Nice. Kann er richtig gut mit Geld umgehen. Oh mein Gott, ich mach das aber gerade ganz gut hier. Oh, die ist richtig krank, wa? Holy moly. Wie viel Stärke hat der? Ja, also ich sag mal so, also so die ganzen Dämonen und so, die sind aber auch nicht gerade. Die haben ja teilweise mehr Kampfstärke als die Orks, ey. Hallo. Schnell wegmachen. Dann krieg ich genau auch ganz gut, ey. Ich verschaffe mir eine Dynastie aus Göttern. Eine göttliche Dynastie. Mal gucken, wie lange sie währen möge. Ja gut, sie werden irgendwann eine Halbgötter und so, aber es geht in die gute Richtung. Der König ist tot. Lang lebe der König. Oh, jetzt gibt's auch einen Sack. Eieiei, der hat das nicht gehalten. Ein neuer Mitvasall. Der tut mir jetzt schon leid. Da ist er ja. Wie er sich sofort mit den dreckigen Dreckszwergen verbündet hat. Ich hasse euch alle, ihr Mitvasallen, ey.
Oder mit Seaspear, weißt du, mit den großen. Das ist halt schon bitter. Das sind aber auch meine Bündnispartner, mein Freund. Ja, die Frage ist, wem helfen sie, wenn es darauf ankommt. Ja. Oh, das hat natürlich. Oh. Ja, mein König hat, also der neue König hat jetzt natürlich übelst viel weniger Truppen. Der wird den Krieg da verlieren und das alles einbüßen. LOL. Noch ein neuer Mitvasall. Klingt ja nicht gut da oben, wa? Ja, aber das, dieser neue Mitvasall, der wird halt komplett aufgelutscht werden von den Zwergen. Ah, das wäre natürlich die Chance. Ah, verdammt, ey. Nee, nicht das. Perfektes Timing. Das geht ja hier nicht. Mein König ist sehr schwach. Das könnte bald meine Chance sein. Wie, ich habe keinen Doktor mehr. Das ist nie gut. Den guten. Master wird viele so. Oh, meine Kinder sind so insane. Was kommt jetzt? Oh, was ist denn da passiert? Oh, was? Ich bin richtig krank. Oh, je, je. Echt, du bist richtig krank? Guck mal bitte. Warte. Warte, ich muss selber gucken, wo das ist. Nee. Guck mal bitte. Von meinem König, ja? Ja. Der erste Sohn, Elder Prince Balyn of Eldoron. Und guck dir mal bitte seine Frau an. Guck dir mal bitte den Perk an, den sie hat. Wenn du denkst, dir geht's schlecht, guck dir mal den Perk an. Dann geht's dir richtig schlecht, wenn du das hast. Nun, was ist denn? Abomination. Also was ist das? Was heißt das? Kann man übersetzen mal irgendwie? Abomination ist eine Einheit aus Warcraft. Das sind solche untoten Monstrositäten, die total vergammelt und verunstaltet sind. Ja, das sieht auch so. Leider sagt nicht, es gibt hier sowas. Das ist aber keine Nee, oder? Warte, so embedding bled blood or possibly a cure has been born in Abomination. Warte, ich google. Also entweder das ist das, was mir vorgeschlagen wird bei Google, DayZ, nie wieder krank und Lebensmittelvergiftung heilen. Ich muss anmerken. Sie könnte aber halt verflucht worden sein. Ne? Ich ja. Rieche hier schon ja, gerade. Ja. Ja. Das ist den Gedanken hatte ich mich auch gerade. Warte. Abomination. Greuel. Ja gut, das hilft mir nicht. Okay, das war sehr unhilfreich. Hä? Die joint mir? Der will die abschieben. Joins your Kurt. Was ist Kurt? Ja, dein Rad, oder? Sorry, König, dass ich dir vor den Kopf stoße, aber die schicke ich zurück. Das ist die Frau deines Sohnes, also bitte. Da. Was jetzt durch? Das ist nicht der Rat, ich weiß gerade nicht. Warte, ja, keine Ahnung, aber das ist ein, Mitvasall, der wird jetzt aber erobert und das ist ein Mitvasall, den hätte ich sehr gerne. Den hättest du sehr gerne. Kann ich hier irgendwie auch. Erstmal den. Aber bevor ich etwas gegen irgendwelche Mitversagen unternehme, werde ich erstmal gucken, ob mein König
die Gebiete in Schottland halten kann oder nicht. Ah, jetzt ist in meinem Rat meine nackte Frau. Warum ist in deinem Rat eine nackte Frau? Ich meine, meine Frau nackt ist. Eieiei, boah, krieg ich meinen König. Oh, der neue König. Oh, der zerfällt hier. Das wird zerfallen. Mein König ist auch jetzt deutlich schwächer wie ich. Dann bist du ja frei, aber naja, ich noch nicht. Nee, vielleicht kannst du mir helfen. Ich überstürze hier nichts. Ich warte jetzt erstmal. Der hat sich noch mehr Bündnisse geholt, aber Alter. Ich will erstmal die Mitwasallen. Die will ich haben. Ey, der hat so viele Bündnisse jetzt geholt. Der weiß, was ich vorhatte. Hol dich jetzt, dass ich wieder Bündnisse geholt. Ja, das, ja, jetzt wird's gerade schwierig. Oh nein, ich krieg schon wieder Nervenzusammenbruch, oder was? 50-50! Scheiße! Oh, der nächste Nervenzusammenbruch. Wie lange noch? Das dauert noch 7 Monate. Easy! Leute, hier, was ist denn das? Innovation Greenskin. Greenskin. Man at Arms. What? Da. Der ist 15 Chance zu getrennt. Schmanz. Das ist jetzt scheiße. Ich glaube, ich werde mich selbst auspeitschen müssen. Ansonsten kommt raus, wenn ich das andere mache, dass ich ein, hier ein Murder Secret habe. Nein, hast du nicht gemacht. Ja, peitsch dich mal aus, du Gott. Alter, oh, ich sehe immer schlimmer aus, ey. Ich mach mal eine Jagd. Also ich bin mit Abstand der hässlichste Gott, den sie aus der Insel gab, ey. Wieso? Zeig mal. Muss ich jetzt Angst haben? Ja, es wird halt immer schlimmer. Deine Frau ist nackt, wollte ich kurz mal anmerken, ne? So, hörst du mir überhaupt zu? Ja, ne, die ist immer noch nackt. Ich dachte, du konvertierst sie, damit sie nicht mehr nackt ist. Wie konvertieren? Lol, hä? Wieso hab ich das jetzt gekriegt? Wenn meine Frau meint, ey, soll sie das machen, ey. Hä? Nee, nee. Oh nein, nicht schon wieder. Ich muss das jetzt machen. Der hat mir das gegeben, lol. Sag doch mal was, Junge. Gib mir da immer irgendwelches Zeug. Das verwirrt mich doch. Wenn ich ihm jetzt seine letzte Grafschaft wegnehme, dann kriege ich den Titel nicht automatisch. Dann muss ich den noch selber gründen wahrscheinlich. Ja. Wer ist das hier erstmal im Rat? Odin könnte was kriegen. Ja, komm, Odin kriegt was. Oh, der ist halt auch mit diesen Kackzwergen verbündet, ey. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Wieso steht hier? Wieso habe ich so viele Claims meinem König, ey? Ich mach den jetzt weg, den Dude, ey. So, ich hab jetzt nur meine Söhne in meinem Rat. Ja, bis auf eine. Aber die kann ich nicht, weil das Religionsding bedingt. Ah, Religionsbedingt zu kotzen. Moment. Angriff! Oh nein, mein Sohn wurde totgeboren. Nein, ich hab mein Kind verloren. Das tut mir leid. So schnell ist der Never hier. So schnell ist der Never hier. Was tust du da? Ich mach den jetzt weg. Okay. Die Zwerge. Also selber kriegt wie eben nur letztes Gebiet. Warte mal, können die Zwerge überhaupt kommen? Oh fuck, ja. Nee, die können nicht kommen, die helfen meinem König. Haha. Ja, lieber Mitwasall, ciao, das war schön mit dir. Wolfi T, ihr könnt heiraten, ne? Ach du Scheiße.
Wir müssen echt gegen die Vergnomisierung ankämpfen. Das ist ja richtig schlimm. Wie? Bei dir jetzt auch, oder wie? Nee, allgemein, die Welt. Es sind überall nur noch ganz viele Gnomenkinder oder Mischkinder. Die haben nicht mal mehr das Blutgnomen oder es ist in Pyrk Gnomenblut und so. Das ist einfach nur noch übelste Mischkinder. Die Gnome wollen die Welt übernehmen. Ja, ich merke schon, das möchte, müssen wir einen Riegel vorschieben, das geht so nicht. Ein Kinderriegel? Ha. Ah, lustig. Witzig. Tschüss, Mitwasal. So. Der Gnomenwald wird größer. So, was ist denn dieses Götterding jetzt? Ach scheiße, das kann ich ja. Ja, Moment. Was mache ich denn jetzt, wenn ich den ganzen Tree durch habe? Was soll ich da machen? Dann kannst du das mit Rechtsklick, kannst du so Sachen. Kannst du die Mächte, also diese Kraft quasi benutzen. Ich habe nur wie Zander. Nein, yes. Du hast mir, glaube ich, gerade nicht zugehört. Ich habe einen Tree durch. Was kann ich dann noch machen mit den neuen Punkten? Wenn ich diesen alle Trees hier durch habe bei zum Beispiel Diplomatie. Dann musst du das ein anderes wählen. Dann gehst du auf Martial oder so oder ne, machst Intrigen oder so, suchst dir was Neues aus und skillst da rein. Also kann ich auch, du kannst dir alles voll skillen, ne, im Endeffekt. Aber du kannst aber die Punkte, die du jetzt drüber hast, in dem Kategorien nicht mehr benutzen. Die kannst du nicht auf was anderes betiteln. Das geht leider nicht. Nee, also ich meine, dann verliere ich ja den Fokus, ne? Weil ich muss mir jetzt ja einen neuen Fokus aussuchen. Ja, natürlich. Aber das, was du dadurch hast, das behältst du ja trotzdem. Nur der Fokus ändert sich halt dann. Ja, das geht aber nicht. Also, ich habe jetzt immer noch 2 Punkte in Diplomatie, aber ich habe in Diplomatie halt alles voll, aber ich kann jetzt die Punkte nicht hier einsetzen. Also, ich habe jetzt halt immer noch Punkte, die ich nicht ausgebe. Oh Gott, ich habe verbackte Bilder. Eieiei. Oh Gott. Okay. Oh, ich euch meinen König am Morde. Den Titel? What the fuck? Was? König ermorden. Ich überlege euch meinen König am Morde. Ich will aus der Scheiße raus. Ich will in der Aufnahmesession heute mein eigenes Königreich haben. Kein Bock auf diese Aktion hier. So. Ja, was ist denn hier jetzt passiert? Okay. Oh, mein König hält sich aber tatsächlich ganz ganz in Ordnung. Name für eine Stadt. Wie geht's eigentlich meinem Mitvasall? Ja, ganz in Ordnung. Also meinem Vasall. Ja, natürlich. Oh doch, mein König wird das. Oh, ja, mein König wird das verlieren. Das Ganze, ey. Das wird ihn halt nochmal schwächen, das finde ich gut. Nochmal schwächen, das finde ich gut. Wobei, ich hätte natürlich gerne den einen Mitvasall da oben auch noch gerne weggesnackt, aber das werden sich die Zwerge holen. Du bist mit meinem Bündnispartner ganz ehrlich, der ist halt never so schnell hier unten. Ich mach den jetzt einfach weg. Nimmt das halt nicht an. Warum nicht? Das Tiefling ist halt auch cool, ne? Das ist halt auch cool, ich will das haben. Ach, ich muss ja, ich vergaß, man muss ja hier Ansprüche stellen. Ich habe hier einen Anspruch.
Ah, ne, chill ich mal ein bisschen, ne? Was ist das für eine Religion? Undying. Untote? Bitte was? Da oben, die sind rechts in... Lol. Also ich meine, Grüße an, guck ich auch der Untote. Männlich dominiert. Life is pain. Opferung. Ach du Scheiße. Die ist heftig. Kann es sein, dass das letzte Update irgendwie sehr belastend war? Also das ist richtig geil. Ich finde das super. Oh. Herr König. Herr König. Sie halten ja gegen die Zwerge gegen. Also. Kann man denn... Eigentlich könnte ich, das, wenn ich jetzt einen Unabhängigkeitskrieg führe, könnte ich dich dazu holen? Eigentlich schon. Theoretisch ja. Oder? Theoretisch... Ich würde meinen König ermorden und dann würde ich. Dann müssten ja die ganzen Bündnisse ausfallen. Ist jetzt echt mein Sohn in den. Habe ich jetzt echt meinen Sohn in den Knast getan? Weil er. Wow. Wieso machst du das? Ja, weil er Scheiße gebaut hat. Also eigentlich ist das hier eine Win-Win-Situation. Wenn mein König verliert, wird er schwächer. Wenn er gewinnt, kann ich mir aber den einen Mitvasallen da snacken. Also ich kann eigentlich nur bei dem Krieg von meinem König gewinnen. Egal, ob er ihn gewinnt oder verliert. Oh, König, sie machen es aber nicht mehr lange. Habe ich echt Wolfi im Kerker? Ich muss hier gucken. Ja, ich habe wohl viel im Kerker. So, Anspruch ist da. Da baut aber dann ganz schnell Truppen. Moment mal. Nee, mein Freund, dich mache ich jetzt mal alle weg hier. Jo, passt. Oh, jetzt sind hier wieder diese gesplitteten Armeen, ey, das ist... Alter, nervt das. So, ich bleib hier sogar mit dem Pro, mach die hier alle voll, weil das ist echt ein geiler Tree. Aber ich würde das gerne auch voll machen. Ah, ich glaube, ich gehe dann nochmal zurück auf das und mach das immer voll. Kann ich das? Ja, kann ich. Zwei brauche ich. Zwei Perks. Nein, ich will die Armeen zusammenfügen. Ja, so. Boah, ich muss nochmal speichern, ne? Will ich meinen König ermorden? Gib Gas, bevor die Zwerge kommen, die machen mich weg! Oh, König! Bei 90%, 95%, ja, das ist gut. Ich meine, dann werden die Bündnisse, dann wird sie an die Macht. Ne, wer wird an die Macht kommen? Er wird an die Macht kommen. Lol, mein König dreht den Krieg gegen die Zwerge. Okay, ich habe nichts gesagt, er geht aufs Maul. Unabhängigkeit wäre jetzt insane. Ich brauche schon meine Kohle. Ja, ich liebe euch auch gerade so ein bisschen. Aufgefallen. Okay, ist aufgefallen. Verdammt. Mag er mich jetzt weniger? Ne, er mag mich immer noch, er hat nicht mitgekriegt, als ich es war. Oh, was haben wir hier? Er hat wahrscheinlich gemerkt, dass was im Gang ist, aber nicht, wer es war. Ja, ja. So, der Sohn. Ach so, du bist durch dieses Bündnis... Ja. Durch sie bist du in das Bündnis gekommen, oder wie? Ja.
Der Ritter, ey. Wie macht man sich denn unabhängig? Ja, ich bin auch schon in die Richtung unterwegs. Aber was muss der für tun? Also, ich habe jetzt geguckt, sein Sohn macht dieses eine Bündnis. Wenn er jetzt stirbt und sein Sohn an die Macht kommt, sind die anderen vier hinfällig. Also die anderen drei Bündnisse, die er hatte, sind hinfällig. Und nur das eine bleibt noch, weil das ist von ihm selber, er ist mit der verheiratet. Die töte ich aber jetzt schon, das Bündnis fällt gleich schon weg. Klar, er könnte ihn gleich wieder verheiraten, aber wenn der König dann stirbt, dann wäre es maximal noch ein Bündnis. Und das wäre halt nice. Hast du dafür eine Fraktion irgendwie gegründet oder wie? Nein. Und Unabhängigkeitskrieg kannst du einfach so führen. Ja, aber ich bin mit meinem König verbündet. Das ist schlecht. Dann sollst du das Bündnis irgendwie auflösen. Ja, aber man kann das ja trotzdem über Fraktionen bestimmt irgendwie machen. Moment, ich habe dir angerufen. Wenn ich kein Gott wäre, wäre ich halt so schon ein paar Mal gestorben. Willst du auch eine Folge machen? Können wir das noch eine Folge machen, aber die sollten wir mal langsam beenden. Wir sind schon wieder über der Stunde. Jo. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir einfach die Folge und hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Ciao.